So Leute, willkommen zurück bei RTL Skispringen 2005. Ja und jetzt geht's weiter hier in Lahti beim Weltcup. Ja und nach dem Video werde ich dann noch wieder NGL Biathlon spielen. Okay, dann würde ich sagen, weiter geht's jetzt mit den nächsten Springen. Zwar in Lahti. In finnischen Lahti. Okay, da würde ich sagen, let's go. Ah, jetzt kommen, jetzt sind wir diese Bedingungen da. Ah, das ist mehr so Seitenwind. Kann ich. Aber jetzt muss ich aber runter. Das gefällt mir gar nicht. Eigentlich wollte ich auch hier einen neuen Schanzenrekord brechen, aber ich glaube nicht, dass das bei den Bedingungen möglich ist. Auch wenn der Akku jetzt super ist. Der Seitenwind, der macht das neben mir ganz schön schwer. Wenn ich zugeben muss. So, jetzt warten wir den Wind aber erstmal wieder ab. Okay, dann würde ich jetzt sagen, let's go. Nicht einschüchtern lassen. Oh, wir total verdreht raus. Na gut, da ging mehr, da ging wirklich viel mehr. So begeistert war ich jetzt auch nicht, aber egal, wir haben gewonnen und das zählt. So, den Trainer lasse ich jetzt auch mal aus. Jetzt mache ich nur den Wachsmeister. Das ziehen wir jetzt mal durch. Oha, oha, oha. Wenn das mal nicht nach hinten losgeht. Na gut, das war eigentlich recht okay. Und wir führen auch wieder. Das ist schon mal das Wichtigste. Aber jetzt kann die Konkurrenz, jetzt hat die Konkurrenz Druck gemacht. Und das muss ich jetzt halt wieder wie heißt das so schön ausbügeln. Ah, ich glaube, nee, das war mir schon klar, aber nur ganz knapp. Also ich kann auch gewinnen. Wenn ich jetzt einen guten Sprung abliefer, da geht eventuell was. Ah, der war ein bisschen mehr zu verdreht. Ah, das war aber mal wieder klar. Ah, hier sind wir hier bei der nordischen Tour. Okay. Jetzt geht's nach Kuopio. Auch in Finnland. Ja, und in Kuopio habe ich mich bislang immer schwer getan. Also, das ist nicht so meine Schanze, wie ich ehrlich sein muss, aber so, aber jetzt können wir mal was versuchen zu reißen. Haben sogar ganz neuen
ganz neutralen Wind. Aber der auch mehr von vorne kommt. So, dann schauen wir jetzt mal, wie weit wir jetzt springen. Das war doch mal eine einwandfreie Landung auch. Auch super benotet. Okay, das ist schon mal wichtig gewesen. Und jetzt wollen wir halt versuchen jetzt auch mit der Führung in den zweiten Durchgang zu kommen. Super Absprung. Ja, der Sprung war ganz okay, 122 Meter. Auch wieder recht gute Haltungsnoten. Läuft. Aber jetzt muss man das nach Hause bringen. Jetzt muss man das halt nach Hause bringen. Super Absprung, sofort ins Flugsystem gekommen. Und eine super Landung auch. 127,5 Meter. Das reicht auf jeden Fall zum Sieg. Oh, wo ist denn der Österreicher? Oh. Das heißt, ich bin jetzt wieder vorne im Weltcup. Wunderbar. Und jetzt geht's nach Lillehammer. Ja, Lillehammer, die Olympiaschanze von 1994. Da war ich gerade erst 4 Jahre alt. Aber kann mich auch noch ganz gut daran erinnern. Oh, was ist das denn hier? Oh, das ist ganz schön dichter Nebel. Was soll ich machen? Wir das Beste daraus. Und wie wir das Beste daraus machen. Wunderbar. 115,5 Meter. So, jetzt ab in den ersten Durchgang, also in den Top 50. Wir starten als letzter, so wie es sich auch gehört. Guter Absprung auch wieder. Und dann wieder mit einer guten Landung auf 118 Meter. Ja, ist okay. Kaum Wind da. Heute ist es eigentlich recht einfach zu springen. Trotz des Nebels. Also das muss auf jeden Fall zum Sieg gereicht haben und auch neuer weiterer Rekord mit 125 Meter, neue Bestwertung für einen Sprung auf 128,5 Punkte. Und natürlich haben wir jetzt auch das gelbe Trikot erfolgreich verteidigt. Und jetzt geht zum Holmenkollen nach Oslo. Ich schätze, Vikarsund kommt auch noch. Ach, auch ganz schön schwacher Wind. So, wir starten jetzt mal ausnahmsweise mal als Erster. Weil ich will ja jetzt die Konkurrenz so richtig unter Druck bringen. Perfekter Absprung. Und dann auf 116 Meter. Ist in Ordnung. Ah.
Da geht eigentlich jetzt noch mehr. Und ich kann auch mehr, das weiß ich. Und das versuche ich jetzt auch noch unter Beweis zu stellen. Oh. Oh, das wird ganz knapp. Ah, auf Platz 3. Aber wir haben jetzt auch die nordische Tournee gewonnen. Und Nation Cup in Trondheim. Okay, das nehmen wir auch auf jeden Fall noch mit. Ah, Trondheim. Ich meine, da waren wir auch schon am Anfang der Saison gewesen. Aber jetzt haben wir wieder so einen scheiß Rückenwind, der auch seitlich kommt. Egal, probieren wir mal, was wir da so schaffen. Na, ist okay. Na, aber egal. So, jetzt warte ich den Wind erstmal wieder ein bisschen ab. Okay, jetzt oder nie. Ja, also die Linie haben wir übersprungen. Und wir führen auch noch einen ersten Durchgang. Na gut, das ist jetzt aber auch Teamspringen. Dafür das deutsche Team. Und ich kann jetzt versuchen, das Ding jetzt nach Hause zu bringen. Super Abschwung, aber dann wieder so verdreht raus. Aber dafür aber trotzdem noch einen guten Sprung hingelegt. 121,5 Meter ist okay. Und jetzt geht's nach Planica. Okay. Wachsen, auch ganz wichtig, und dann geht's jetzt zum Skifliegen nach Planica. Auch ein recht guter Wind. Na gut, aber ich muss zugeben, mit Skiflugschanzen freue ich mich nun, habe ich mich noch nicht so angefreundet. So, jetzt lass den Flug einfach laufen. Wunderbar. 180,5 Meter. Okay, dann versuchen wir diesen leichten Aufwind mal noch zu nutzen. Ah, der war zu später Absprung. Aber haben trotzdem noch einen respektablen Sprung geschafft. Na gut, vierter Platz. Vielleicht geht ja jetzt noch was, wenn ich jetzt noch einen guten Absprung hinlege. Ein bisschen zu früh. Aber egal. Der fliegt jetzt, der fliegt jetzt und wieder fliegt. 203 Meter.
Und jetzt geht's noch weiter hin nach Planitza. Okay, da würde ich sagen, schalten wir wieder den Wachsmeister ein und dann let's go. Auch schon wieder mit gutem Wind, wie bisher gesehen. Okay, dann würde ich sagen, let's go. Ah, zu spät, aber der Aufwind, der kann mich ja noch ein bisschen tragen. Oder auch nicht. Deutlich zu spät abgesprungen. Schade eigentlich. Aber egal, jetzt gilt es. Weil jetzt kann man richtig Druck auf die Konkurrenz machen. Perfekter Absprung, wunderbar. Jetzt lass dich einfach tragen, lass dich einfach tragen vom Wind. Naja, das war jetzt nicht so das, was ich wollte, aber egal. Wir haben ja jetzt noch jetzt noch den Sprung. Und jetzt gilt es. Vielleicht kann ich ja jetzt noch einen neuen weiteren Rekord schaffen. Perfekter Absprung. Und jetzt rein in den Aufwind. Lass dich einfach tragen. Wunderbar. Guter Sprung. 205,5 Meter. Das ist ein neuer weiterer Rekord. Den Sprung, den schauen wir uns jetzt gleich auf jeden Fall nochmal an. Ah, schade, geht nicht mehr, egal. Wir schauen jetzt mal, was die Konkurrenz jetzt noch so macht. Ja, der sieht auch ganz gut in der Luft aus. Aber das reicht nicht. Aber jetzt schauen wir uns hier noch Axel Horn an. Schon was unser Landsmann jetzt macht. Oh, der sieht ganz hoch aus. Aber das reicht auch nicht. Und somit gewinnen wir das Springen wieder. Und schon haben wir den Gesamtweltcup auch gewonnen. Wunderbar. Okay. Okay, jetzt geht's zum Sommer Grand Prix. Nach Hinterzarten. Hinterzarten, jo. Das ist auch hier, wo Sven Hannawald herkommt. Also starten wir jetzt mal hier im Sommer Grand Prix. Ja, der Sommer Grand Prix. Ungewöhnlich für viele, aber es ist halt so. Nur dass im Sommer dann halt auf Matten gesprungen wird. Na gut, neuerdings hatten wir jetzt auch einen Winterweltcup auf Matten in Wisła in Polen. Naja, war halt ungewöhnlich. Weil viele denken immer noch, dass man Skispringen nicht im Sommer machen kann. Ja, sieht man doch. Der Sommer Grand Prix ist das.
Nur, dass dann da auf Matten gesprungen wird, anstatt auf Schnee. Okay, dann würde ich jetzt mal sagen, weiter geht's, auch noch weiter in Hinterzarten. Na gut, ich muss sagen, Sommerskispringen, dann da war ich noch eigentlich noch nicht so gut drin, aber vielleicht schaffen wir das ja jetzt mal. Der Sommer Grand Prix. Ich nehme an, dass es dann auch noch mal nach Zakopane geht oder nach Courchevel, Innsbruck. Ja, ohne Scheiß, da wird auch Sommerskispringen gemacht. Ihr könnt mich ja gerne für verrückt halten, wie ihr wollt, aber es ist halt so. Na gut, aber für diejenigen, die sich mit Skispringen auskennen, müssten das eigentlich wissen. Ah, der. Ja, das hat jetzt leider nicht gereicht. Schade. Ja, guck, wie ich doch gesagt habe, Courchevel. Oder vielleicht auch Hakuba. Schauen wir mal. Ja gut, mit dieser Anlage muss ich mich auch erstmal anfreunden, weil das ist nicht so meine Anlage. Und dann jetzt auch noch der Wind. Da muss ich sagen, sind 108 Meter okay. Aber wir können und wollen uns ja noch steigern. Weil man natürlich auch wieder oben landen wollen. Aber es wird halt schwer heute. Gerade weil ich mich mit dieser Anlage noch nicht so vertraut gemacht habe. Aber schauen wir mal. Ach nee, da habe ich viel zu viel Risiko gehabt, ey. Ja, guck, Zakopane, ist das auch noch dran? Ewig muss ich sagen, habe ich jetzt irgendwie Freude gefunden, jetzt hier Skispringen zu Let's Playen. Aber Biathlon wird heute auch noch gemacht. Das verspreche ich euch hoch und heilig. Ah, jetzt haben wir hier wieder diesen schäbigen Rückenwind. Da bin ich absolut kein Fan von. Okay, aber man kann es halt sich nicht aussuchen. Man muss halt so nehmen, wie es kommt. Ist halt so.
Das ist halt ja Freiluft, das macht halt ja Freiluftsport aus. Ah, nee, das wird nichts, das wird nichts. So gut die Landung jetzt auch war. Irgendwas stimmt da nicht. Aber ich weiß nicht was. Na gut, dann haben wir jetzt noch einen. Dafür jetzt noch einen Sprung raus. Und dann sehen wir mal, wie. Oh, da gewinnen wir auch noch. Richtig und wichtig halt. Und jetzt sind wir nochmal ebenfalls in Zakopane. Und natürlich auch wieder wachsen, ist klar. Oh, jetzt haben wir auch mal bessere Bedingungen. Dann schauen wir jetzt mal, was wir jetzt schaffen. Natürlich wollen wir ja gewinnen. Guter Absprung, sofort ins Flugsystem gefunden. Na gut, für den Anfang war es okay. Auch wenn wir nur Dritter waren, jetzt sind. Weil jetzt gilt es halt, eine gute Ausgangsposition zu holen. Aber wir haben ein bisschen zu früh abgesprungen. Aber trotzdem machen wir dann noch das Beste raus. Und zack, führen wir wieder nach dem ersten Durchgang. Und jetzt. Jetzt wollen wir nochmal so richtig einen rausknallen. Aber ob es uns jetzt gelingt, ist die andere Frage. Aber wir versuchen es. Wir wollten. Also der Absprung ist schon mal gelungen. Und dann knallen wir jetzt natürlich noch einen raus. Ist auch klar. 131,5 Meter. Was natürlich auch der Sieg bedeutet. Und jetzt sind. In Val di Fiemme, genau, stimmt. In Predazzo. Stimmt, da wird ja auch noch so mal Grand Prix gesprungen. Und natürlich auch wieder mit gutem Wind. Na gut, in das mal so, das ist eigentlich kaum Wind. Mal schauen wir mal, wie uns diese Chance so liegt. Na gut, der Sprung, der war schon mal voll in Ordnung. Na gut, zweiter Platz ist okay. Also da wollen wir jetzt nicht drüber meckern. Wir versuchen halt noch das Beste rauszumachen. Guter Absprung. Und auch gerade geblieben. Und dann. Au! Und dann. Ja, da haben wir ein bisschen zu viel gewollt. Das war jetzt bitter. Weil so haben wir nötige Punkte verloren. Egal. Umso mehr reizt mich jetzt der Sprung jetzt. Auf 124,5 Meter. Ist okay. Ja, aber dass er gewonnen hat, war klar.
Jetzt geht's nach Innsbruck. Dann schauen wir mal, was wir da auf der Bergiselschanze so schaffen. Natürlich versuchen wir da, um den Sieg mitzuspringen. Schau mal, was war der Wind? Ah. Der schläft mehr oder weniger ein. Perfekter Absprung, wunderbar. Ja, der Sprung, der war okay. Und jetzt versucht man natürlich noch einen besseren Sprung hinzulegen. Guter Absprung. Ja, der war super. 110,5 Meter. Oh, das sieht auch. Oh, so sieht die Landschaft aber auch ganz gut aus. Im Sommer. Ja, war okay. War zwar nicht das, was ich mir vorgestellt habe, aber passt schon. Die nächsten 15.000 Euro eingesagt. Hakuba, genau. Wenn der Wind da jetzt mitmacht, dann schauen wir mal. Ja, okay, der Wind, der. Ah, jetzt dreht er wieder mehr auf Seitenwind. Okay, aber wir versuchen trotzdem. Hier ist schon mal ein guter Absprung. Und natürlich auch die Linie übertroffen, das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Oh, Scheiße. Der Wind, der wechselt ja häufig, ey. Ah, der war in Ordnung, der Sprung. 122 Meter neuer Weitenrekord. War okay. Aber jetzt gilt es. Oder weil der Wind jetzt gerade auf Aufwind gedreht hat. So, jetzt lässt sich einfach vom Aufwind tragen. Wunderbar. Auf 132 Meter. Und somit haben wir auch wieder gewonnen. Jetzt ist noch ein Springen in Hakuba. Okay, dann wachsen wir hier erstmal wieder. Und jetzt würde ich sagen, let's go. Ja, heute ist der Wind ein bisschen anders. Ich meine jetzt. Aber ein sehr guter Absprung. Naja, das war jetzt nicht das so, was ich erwartet habe, aber. Schauen wir mal,
was die anderen beiden Springen jetzt noch so bringen. Aber dann natürlich wollen wir was reißen, ist auch klar. Ah, der Sprung, der war richtig und wichtig. Aber jetzt heißt es nochmal versuchen, einen rauszuholen. Trotz der schweren Verhältnisse. Perfekter Absprung, das ist schon mal sehr, sehr gut. Jetzt lasse ich einfach nochmal ein bisschen tragen. Von den Nicht-Aufwind. Aber 130,5 Meter, das ist super. Okay, das dürfte dann auch gewesen sein. Okay, nochmal 12.000 Euro gewonnen. Und dann nochmal 20.000 Euro Preisgeld dazu. Okay. Damit ist die Saison beendet. Wenn ihr noch eine Saison haben wollt, lasst ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss und haut rein. Euer Marcel Let's Play. Und nicht zu vergessen, jetzt gleich geht's weiter mit NGL Biathlon.